Mein Name ist Jürgen Hammerschlag-Mäesken. Ich bin stellvertretender Schulleiter der LVR Christophorus-Schule in Bonn. Wir sind eine Förderschule. Schüler und Schüler unserer Schule sind Kinder und Jugendliche mit körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen, ganz unterschiedlichen Ausmaßes. Und, was habe ich mitgebracht? Ein Kommunikationsheft, das entstanden ist, um Deutsch-Arabisch in Kommunikation zu treten. Wir haben nämlich seit 2001 eine Schulpartnerschaft mit einer Förderschule Utaim El Mei auf Djerba in Tunesien. Und es gibt sowohl Kontakte zwischen den Mitarbeitern, also Lehrerfortbildung, Kongresse, Therapiefortbildung. Aber was uns ganz wichtig ist, das sind die Schülerkontakte. Also wir hatten schon 6 Begegnungen der Schüler, sowohl in Deutschland als auch in Tunesien. Und um da miteinander zu kommunizieren, brauchten wir ein Heft, das auch auf Bildern basiert, um sowohl Deutsch als auch Arabisch miteinander kommunizieren zu können. Hallo, ich bin Isabel van der Valk. Ich bin 17 Jahre alt. Ich habe eine Kette aus Tunesien mitgebracht. Mir hat es sehr gut gefallen und ich fand die Schüler auch sehr nett, weil wir so gut befreundet sind und so einen guten Kontakt haben. Und ich bin sehr glücklich, dass ich 2010 in Tunesien war. Hi, ich bin Nissa und ich war unter anderem mit in Berlin mit den Tunesiern und habe halt dieses Tagebuch geführt. Wir haben viel gemacht, wir hatten kaum Bewegungsmangel, da viele Haltestellen, also gerade U-Bahn, behindertengerecht waren, was für die Tunesier ein Highlight war, weil es in Tunesien höchstwahrscheinlich nicht so ist, dass die Haltestellen behindertengerecht haben, das heißt keine Stufe haben oder einen Aufzug zum Beispiel. Im Laufe der Zeit lernten wir uns immer besser kennen und so ist es einigen auch etwas schwer gefallen, Abschied zu nehmen. Aber durch Facebook, Twitter und Co. lebt die Freundschaft weiter.